Alles klar. Ja, alles klar. Hast du Videos mehrmals gelesen oder gesehen? Ja, ich habe die Videos gesehen, angesehen. Und wie oft? Wie oft? Ich denke, ja. Wie viel Mal? Ich denke, es ist besser als, wie viel Mal hast du Videos geguckt? Wie viel Mal? Dreimal. Und hast alles verstanden? Ja, ich habe die Videos verstanden. Also mehr immer jedes Mal, wenn du wenn du Videos guckst, verstehst du mehr oder hast du alles schon verstanden? Ja, mehr. Also du, ja. das bedeutet, du sollst mehrmals das Video angucken. Also öfter angucken. Öfter angucken, ja. Öfter. Öfter, ja. Ja. Weil das ist wichtig. Du musst öfter hören und verstehen, was wir sagen. Ja, ich weiß. Das ist sehr wichtig. Also wir wiederholen nochmals, ja? Ja. Ich gebe jetzt mein Bildschirm frei. Bildschirm? Right. Moment, warte mal. Warten, ja? Wo war das? Warten. So, ihr seht jetzt mein Bildschirm, ja? Ja, Wolfgang, siehst du auch mein Bildschirm? Du musst einschalten, Wolfgang. Nur kann ich nichts lesen, was da steht. Ja, brauchst du nicht. Du siehst mein Bildschirm, ja. Also ich wiederhole jetzt die Aufgabe. Die Aufgabe hier, ich wiederhole nochmal kurz. Ja. Es geht hier um vier Folien. Es geht hier um vier Folien. Ein Moment. Können also, Sie mich hören? Ja. Es ist klar? Ja. Ja, okay. Also ich erkläre noch einmal, ja? Ja. Wolfgang, dein Mikrofon ist macht zu viel Geräusche. Ich sag dir Bescheid, wenn du einschalten kannst, ja? Weil der macht zu viel Geräusche. Also. Es geht hier um vier Folien. Du musst diese Folien, das bedeutet, du musst einführen, du musst erstmal erzählen. Und diese Führer erzählst du, diese hier erzählst du von dem Land. Ja. Deine Beobachtung. Und das ist hier, das ist, was du von dir erzählen. Ja? Und ja. Das ist zum Schluss. Zum Schluss sagst du das. Ja? Also das ist hier der Anfang. Das ist hier der Anfang. Ja? Ich sag dir, ich schreibe hier nochmal auf. Also, ein Moment. Also ich habe hier kurz geschrieben, was du zu tun hast. Also ich habe hier kurz geschrieben, was du zu tun hast. Ja? Und zwar hier. Mach mal das groß. Mach hier groß. Ja? Du hast vier Folien. Vier Folien. Ja. Das erste Folien, das ist Nummer eins. Ja? Das hier, das ist Nummer
Das ist hier, das ist erste Folie. Ein Moment. Moment. Nicht sagen. Ich erkläre dir nochmal zuerst. Ja? Ja. Also das ist erste Folie. Ja? Ach, das ist zu klein. Die erste Folie sagt, du musst erstmal beginnen. Ja. Man beginnt normalerweise mit diesem Satz. Meine Damen und Herren, zuerst möchte ich mich bedanken, dass Sie zu meiner Präsentation gekommen sind. Wolfgang, ist das richtig so, ans Beginn von einer Folie, oder ist das noch besser? Was kannst du dazu sagen? Ruhe. Ich frage Wolfgang. Wolfgang, ist der Anfang so gut oder ist das noch besser zu machen? Ich höre dich nicht, Wolfgang. Er ist nicht da. Meinst du? Er ist nicht da. Ja, okay. Ist er da? Ich bin wieder da jetzt, ja. Ich war kurz was zu trinken holen. Okay. Also ich habe für die erste Folie habe ich vorgeschlagen, meine Damen und Herren, zuerst möchte ich mich bedanken, dass Sie zu meiner Präsentation gekommen sind. Reicht das oder deiner Meinung nach soll man ein bisschen mehr sagen? Ach, im Grunde genommen reicht es. Man kann auch ein, zwei Sätze dazu sagen. Ist vielleicht besser, wenn man zum Thema noch irgendwas sagt. Ich präsentiere Ihnen. Ja, ich glaube, das ist die zweite Folie. Was du gemeint hast, wäre die zweite Folie. Wenn ich das lesen könnte, dann weiß ich ja, was das noch kommt und ob okay. Was da fehlt oder nicht. Recht? Aber ich kann es nicht lesen, es ist zu klein, sorry. Zu klein? Was hast du als zweites genommen? Kannst du jetzt sehen? Ja, schon, ja. Moment, dann mache ich erst was Großes. Ich mache das erst was Großes. So, das ist. Kannst du jetzt lesen? Ja, einigermaßen. Ich mache das nochmal Großes. Also, ich habe hier. Ich mag noch einmal von Anfang an. Ja? So ist gut, so wohl. Ja. Also, ich mag noch einmal, das ist hier erste Folie. Ja. Und das hier zweite Folie. Nein, ich würde vorschlagen, das Thema zur ersten Folie zuzunehmen, ist besser als wie eine extra Folie. Nee, die Aufgabe geht jetzt darum, dass wir, das ist die Aufgabe. Die Aufgabe hat mehrere Folien. Ist mir klar, ja. Klar, aber jetzt, wie du das so geschrieben hast, gehört es eigentlich noch zur Einführung. Ja, genau. Der zweite Satz gehört noch zur Einführung, nicht in Folie 2. Ach so, das meinst du. Ja. Weil das schreibt, heute möchte ich Ihnen. Und das ist, das gehört nicht zur Folie 2 dazu, das gehört meiner Meinung nach zur Folie 1 dazu. Aha. Also, Lok, hast du verstanden? Was verstanden? Verstanden? Wolfgang hat gesagt, die Folie 1 kann man diesen Satz noch zu den Folie 1 sagen. Diesen Satz gehört zu Folie 1. Ist besser, wenn da der Satz mit dabei ist. Nein, ich denke, wir müssen die Struktur
meine Präsentation erklären. Genau, und dafür, dazu gehört und, auch. Und dann ja, zwei Kollegen, wir können dann auf meinem Erfahrungen sagen. Danke. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Der letzte Satz, bitte nochmal. Lok, kannst du wiederholen, was du gesagt hast? Auf iFolie können wir die Struktur unserer Präsentation erklären. Ja, ist gut. Okay. Ja. Dazu der zweite Satz. Auf zwei Folie über unsere Erfahrungen sagen oder sprechen. Ja, aber der Satz, heute möchte ich Ihnen, das ist noch keine Erfahrung. Das gehört auf die erste Folie noch. Das ist eine Struktur. Folie 1, ja. Erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. Und dann gehört der zweite Satz auch in Folie 1. Genau so ist es richtig, ja. Also das heißt, die Folie 1 ist hier. Das ist Folie Nummer 1. Ne? Genau, ja. Zuerst die Begrüßung und dann was er machen möchte. Heute möchte ich Ihnen Erfahrungen, Erlebnisse zu Einkäufen im Einkaufszentrum mitteilen. Heute möchte ich Ihnen meine Erfahrungen, Erkenntnisse über die und Erkenntnissen über das Einkaufen beim Einkaufszentrum mitteilen, ja. Erfahrungen und Erkenntnisse. Okay. Erfahrungen und Erkenntnisse ohne N. Erkenntnisse. So. Also Lok, hast du verstanden? Lok, hast du verstanden? Ja. Also, du musst verstehen, du hast hier den Folie Nummer 1. Ja? Das ist diese Folie hier. Ja, diese, und die Nummer 1, die hat nur wenig zu sprechen, als zu sagen. Von hier bis hier. Wo ist die Struktur? Die Struktur kommt noch. Also du meinst die Struktur. Wolfgang, wo ist die Struktur? Ja gut, wenn er unbedingt die Struktur dabei haben möchte, dann kann man reinschreiben, dann als erstes berichte ich Ihnen als erstes berichte ich Ihnen über eine Situation im Zusammenhang mit diesem Thema. Also die Struktur, ich suche mal, wo die Struktur ist. Ist das jetzt nicht die Struktur? Struktur ist bei der ersten Folie, erklären Sie den Inhalt und die Struktur Ihrer Präsentation. Aha, das heißt, das gehört noch zu. Zeig mal die Struktur. Hier unten, ja? Das ist die Struktur. Ja, zeig mal, ich sehe sie jetzt. Da. Die Struktur? Ja, genau. Genau, ja. Das ist die Struktur. Ja? Genau, ja, dann, wenn er die Struktur dabei haben möchte, dann du es oben dran in Folie 1 mache dann. Moment, ich mach mal. Das ist die Struktur, ne?
Da fehlt noch was, und zwar in meiner Präsentation möchte ich Ihnen vorstellen, Doppelpunkt. Moment, ich mache es, damit du lesen kannst. Was ist das? Ich mache hier, damit du lesen kannst. Ja? Ich kann es doch lesen. Aber ich, nicht vollständig, oder? Okay. Ja, doch. Okay, das bloß im ersten Satz, da fehlt ein Wort. In meiner Präsentation möchte ich Ihnen vorstellen. Doppelpunkt. So, meinst du? Hm? Und das ist die Struktur, ja? Ja. Und wohin gehört das? Gehört das zur ersten Folie? Zur ersten Folie dann, ja. Wenn er die Struktur auch haben möchte, dann zur ersten Folie dazu. Also, Moment, wo war das hier? Also das ist falsch. Das ist falsch. Ja, das gehört immer noch zur ersten Folie. Und das ist Thema, ja. Mhm. Also der Inhalt ist das, dann Unterinhalt, dann... Ja, das ist doch richtig. Dann kann ich hier löschen, ja. Ich kann eigentlich das hier löschen. Was willst du löschen? Moment, ich kann das hier... Hoppla. Also das zum Beginn und dann kommt Thema. Also es geht hier Beginn und dann kommt Thema. Warum ist das, kann ich das? Und dann willst du die Strukturwirtschaft und dann Thema machen dann. Genau. Na, gut, okay, ist in Ordnung. Also ich habe hier genau erstmal zum Beginn. Dann kommt Thema und dann kommt Struktur. So wie ich das hier vorgestellt habe. Gut. Also genau auf die Aufgabe. Thema und dann kommt Struktur. So. Ja? Ja. Ist das richtig so? Das gehört aber trotzdem immer noch zu den, also Thema, ja. Und Struktur gehört noch zur ersten Folie, ja. Und das Struktur. Also zum Beginn nur das hier, Thema hier, Struktur hier. Hm. Ist gut so? Das ist ja, also von meiner Seite aus ist es gut. Was ist die Struktur, ja? In meiner Präsentation möchte ich Ihnen vorstellen. Ja? Und dann kommt jetzt kommt die zweite Folie, das war schon die Struktur, jetzt kommt die zweite Folie. Hier. Zweite Folie. Ja? Was müssen wir in zweiter Folie machen? Berichten Sie von Ihrer Situation oder einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. Okay. Loch, kannst du das machen? Kannst du das berichten? Was? Loch, zu der zweiten Folie, du musst jetzt berichten. Erzählst du mir mal, was du beobachtet hast und was du Erkenntnis haben. Ich denke, dass wir über unsere Erfahrungen sprechen können. Ja, was hat er? Ich habe verstanden, der Heu. Keine Ahnung, was er spricht. Ja, er hat so schlecht gesprochen. Wir verstehen dich nicht. Ich habe keinen Ton verstanden, was er meint. Das sollst du nochmal bitte wiederholen. Also nochmal wiederholen. Du berichten, ja. Du musst hier berichten. Ja. Erzählen, was du gesehen hast. Was hast du gesehen im Krankenhaus? Was hast du gesehen? Erzähl mir mal.
Berichten Sie von einer Situation oder einem Erlebnis im Zusammenhang mit diesem Thema. Genau. Was meinen Sie damit? Was meinen die Leute damit? Was wollen die von dir? Was sollst du tun? Wiederholen. Da steht, berichten Sie von Ihrer Situation oder einem Erlebnis im Zusammenhang mit dem Thema. Ja. Was sollst du jetzt tun? Wir können die Kleidung kaufen, Kaffee trinken und ja, spazieren machen. Und ein spezielles Erlebnis, wo du gemacht hast im Einkaufszentrum oder gehabt hast, ein spezielles Erlebnis im Einkaufszentrum. Verstehst du das, Lok? Du musst doch erzählen, was hast du da gesehen? Was hast du da gesehen im Einkaufszentrum? Du bist doch oft im Einkaufszentrum, was hast du da gesehen? Ich habe viele Marke gesehen und ich denke, dass die Einkaufszentrum ist, denke, dass da die Einkaufszentrum so billig ist es gibt viele Aktivitäten, die wir tun können. Das war nicht die Frage, Lok. Hier geht es um ein Erlebnis, ein besonderes Erlebnis. Nicht, was du da alles siehst jeden Tag, sondern es geht, berichten Sie von Ihrer Situation oder einem Erlebnis. Ein besonderes Erlebnis, was du mal gehabt hast im Einkaufszentrum. So, hast du verstanden, was Erlebnis ist? Erlebnis heißt, was passiert im Einkaufszentrum? Was hast du da gesehen? Ja, aber nur ein spezielles Erlebnis. Was passiert im Einkaufszentrum? Also nicht erzählen, Leute oder so, sondern es geht um ein Erlebnis, wo er erzählen soll. Ein spezielles Erlebnis. Viele Leute können einkaufen. Oder mit Freunden treffen. Oder? Das war nicht die Aufgabe. So, Loch hat gesagt. Es geht um ein spezielles Erlebnis und nicht, was er so als mit der Freunde macht. Ein spezielles Erlebnis soll er hier erzählen im Einkaufszentrum. Nicht, dass da die Leute laufen und mit seiner Freunde geht er ins Kino oder Kaffee trinken, sondern er soll hier ein Erlebnis erzählen. Also Wolfgang, kannst du Beispiele sagen? Ja, zum Beispiel... Letzte Woche habe ich gesehen, wie jemand gestohlen hat und vom Kaufdetektiv verhaftet wurde. Das ist ein spezielles Erlebnis, wo man nicht jeden Tag erlebt. Ah. Hm? Moment, ich schreibe mal hier. Ich schreibe mal hier auf, damit er eine Idee hat. Hm? Oder er kann auch zum Beispiel sagen, letzte Woche war ich im Einkaufszentrum und habe einen berühmten Schauspieler gesehen. Das sieht man ja auch nicht jeden Tag. Versteht, was ich meine? Wir können über Ihre Situation sprechen oder einem Erlebnis sprechen. Genau, entweder über deine Situation oder ein spezielles Erlebnis. Ja.
Also Wolfgang hat erklärt, Erlebnis, zum Beispiel hat er gegeben, letzte Woche habe ich gesehen, dass ein Detektiv ein Dieb dort erwischt hat, also hat gefangen. Das ist ein Beispiel. Oder Detektiv. Oder es war dort, oder es war dort eine Gruppe, du meinst Prominenten, ja? Gruppe ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Am besten. Oder eine Messe. Messe über Autos. Ja. So, eine Messe über Autos. Also im Einkaufszentrum Messe über Autos ist schlecht heute. Nee? Da stehen zwar ab und zu mal ein paar ausgestellt, aber eine Messe. Schreib doch einfach, letzte Woche habe ich einen prominenten Schauspieler im Einkaufszentrum gesehen. Oder einen berühmten Schauspieler im Einkaufszentrum gesehen. Das ist einfach unlogisch dann. Ne? Also ich habe... Es war ein Oder eine berühmte Person im Einkaufszentrum. Oh. So. Das ist Erlebnisse, zum Beispiel, wie Wolfgang erzählt hat, ein Detektiv, ein Dieb erwischt hat, wurde ein Berühmter da gesehen, zu sehen. Hoi, du musst das ändern. Es war eine berühmte Person im Einkaufszimmer zu sehen. Ja, so geht's zu sehen. Ja, oder es ist besser, wenn du schreibst, ich habe eine berühmte Person im Einkaufszentrum gesehen. Ach so. Ich habe Nein, hoi. Nee, das musst du verbessern, das ist dein Satz vorher. Ja, ich schreibe hier, damit du weißt erstmal. Ich habe eine berühmte Person im Einkaufszentrum gesehen. Jetzt erst genau. Das Einkaufszentrum, ja? Hast du verstanden? Das sind Beispiele. Heute musst du den vorderen Satz wegmachen, weil das stimmt nicht. Lass weg. So. Ja. Gut. Loch, hast du jetzt verstanden, was Erlebnis ist? Ja, ich habe verstanden. Also, irgendwas passiert. Kannst du dir vorstellen, was irgendwas besser ist oder wichtiger ist, als du das gesehen hast? Ich denke, dass wir auf das Thema konzentrieren müssen. Sag mal, was hast du letzte Woche im Einkaufszentrum gesehen? Okay, wir machen kleine Pause, ja? Ja. Du musst jetzt mir ein paar Erlebnisse erzählen. Also in 10 Minuten kommen wir wieder und erzählen Erlebnisse, okay? Aber ich müsste über meine Situation sprechen. Ich müsste nicht meinem Erlebnis sprechen. Du kannst das noch, das machen wir auch noch.
Du kannst auch, siehst du, hast schon erzählt. Geht auch. Ja. Aber wir machen Pause, ja? 10 Minuten? Okay, Pause. 10 Minuten, okay. Hoi. Ja. Ja, tschüss. Hast du was? Hast du eine Antwort bekommen wegen der Besichtigung in Mannheim? Ich rufe dich an. Ja. Okay. Okay. Ja. Alles klar. Alles klar. Also in 10 Minuten wieder, ja? Ja, okay.